coche. Бесплатно вам музыка. На самом деле, очень плохая музыка. А зачем вы пришли сюда? Я думал, намного лучше будет это все. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Я думал, намного лучше это все будет. Сколько раз сюда ходил, было намного лучше. Ну и на этот раз как-то не удалось. Во-первых, народу мало, музыка не очень. А что за направление? А? Направление? Какое направление? Что за направление музыки играет там? Hallo! 0% Win. Oh, actually ist unser Win nicht mehr so bad. Ich glaube, wir sind bei 10%. Which is nice. Could be a lot worse. Ich glaube, Passiver wegmachen wäre zum Beispiel ziemlich gut. Weil nämlich, glaube ich, ein kleiner Stacker-Hase ist. Pff, boah, der Cam Hannes, ey. What the fuck? Ich glaube, den Cam-Wechsel wegmachen, oder? Ich kenne jetzt hier oben jemanden. If I can. Can I please? Oh mein Gott. Ich kriege halt schon wieder Panik, ne? Alter, ohne Scheiß. Oh shit. Scheiße, Junge. Ich töte so spät, dann noch Bart? Hat mich abgeholt. Ja. Fuck. Ich finde nichts. Ich wollte gerade sagen, als ob du reportet hast. Ich bin ins Office reingegangen und bin mit dir da oben lang gegangen und habe noch gesagt, Shorty läuft immer da oben lang. Und dann sind wir beide an die Lifeline gegangen. Habe ich raufgeguckt, da war orange tot, sage ich noch so, oh Bart. Dann läufst du vor mir weg und reportest, like, es muss instant hinter uns passiert sein. Oder wir haben es nicht gesehen, weil wir oben rumgelaufen sind. Oder wir haben eine ganz andere Story. Nee, ich bin durchs Office gelaufen, aber. Und ich stand gerade auch in der Lifeline mit dir, Linda. Und ich habe auf dem Weg auch keinen toten Bart gesehen. Das muss wirklich frisch sein. Die Leiche liegt halt tendenziell so ein bisschen über der über dem Bücherregal. Ach so. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Bar so hundertprozentig mit mir gleichzeitig dahin gelaufen ist. Also ich bin schon weggelaufen von Vitals, um zu checken, wo die Leiche liegt beim Admin-Panel. Da kam Bar so erst mir entgegen. Aber es, I don't know, vielleicht ist es auch wegen NA. Ich habe gedacht, du hast ihn im Flur gefunden tatsächlich. Aber wenn es im Admin ist, dann ist es ja, also wenn da bin ich halt nicht reingelaufen. Wir sind beide oben bei dem Button lang gegangen. Deswegen haben wir den da nicht gesehen. Ich würde mal maximal sagen, maximal 7 Sekunden, weil ich davor auch noch mit Vless zusammen Richtung Vitals war. Da bin ich kurz nach links gelaufen, habe meinen Wire da gemacht. Da habe ich Baso getroffen, bin dann schon rechts hingelaufen zu Vitals. Okay, da war er schon tot. Aber ja, I'm not sure. Aber warum sollte ich denn wissen, dass du oben durch den Buttonraum gegangen bist, wenn ich dich nicht da gesehen habe? Ich bin hinter dir da lang. Der Kill-Zeitpunkt ist super wichtig, Leute. Der Kill-Zeitpunkt ist mega wichtig. Was mich gerade Vless nicht verstanden. Ich habe den Storage rein runtergewendet, habe Kill gemacht und Vless nicht verstanden. Dann weggegangen. Glaubt ihr, der Killer kann durch Deacon unten, komplett Specimen, Deacon oben, am Lab-Ausgang jetzt sein? Nee, niemals. Okay. Ich glaube, das würde niemals funktionieren. Eine kurze Frage. Warum sagst du nicht, dass du mit Bart vor kurzem noch zusammen warst? Oder? Hallo. Ich habe euch beide in Specimen im Lab oben vor 20 Sekunden reinlaufen sehen und jetzt ist das tot. Das stimmt, ja, genau. Er ist nach oben gegangen und ich bin runtergegangen. Nein, er ist runtergegangen. Er ist mir entgegengekommen, ich komme raus und dann bist du mir entgegengekommen. Nee, er kommt von unten nach oben. Ja, wie soll er dann jetzt im Admin liegen? Das ist eine gute Frage. Sehr schön. Ich habe in den Dunschiss gequatscht, habe nicht mal gesagt, wenn ich save. Hab nur die Fragen gestellt, hab mich für wichtig gehalten. War super gut.
muss die Typen in Security ficken. Sag mal. Soll ich einen Stand Electrical Kill machen? Wir müssen auf jeden Fall den killen, so. Ich habe einen Kill-Button gefunden. Wir machen jetzt den fucking Kill. Warum the fuck not? Ach, weil wir nicht sterben. So, ich muss hier weg, ne? Na gut, wir sind gestorben. Wer wäre mal lieber zum Desk gegangen? Ich bin dir nicht im Dropshot angezeigt, das ist übel gut. Holy shit. Aha. Alter, ich hatte so viel Angst. Ich dachte, Shorty kam aus dem Vent, deswegen habe ich mich an dich rangeklammert. Ach so, ich habe mich gewundert, was du da machst. Ja, die ist unten bei den Kabeln so nah an die Wand gelaufen, dass man den Namen auf einmal durch die Wand gesehen hat und ich dachte, die kam halt einfach aus dem Vent, aber das war ganz komisch. Mhm. Und sie ist mir dann halt andauernd hinterhergelaufen die ganze Zeit. Lumi, wo kamst denn du gerade her? Aus dem Office. Ich habe gerade gesehen, dass sie tot ist. Habe bei Admin geguckt. Drei Leute waren im Labor. Dann waren nur noch zwei Leute im Labor. Dann wollte ich da nachgucken gehen. Dann kam mir Brücki entgegen. Also kommt Brücki wahrscheinlich auch gerade aus dem Labor, I guess. Ja. Brücki kommt aus dem Labor? Nee, ich war im Labor mit Vlesk und Philipp. Philipp ist in Dekon reingegangen. Und Vlesk war die ganze Zeit bei mir im Labor. Brücki war... Wo kommt auf einmal Brücki im Labor? Beim Bohrer. Dann bin ich nach unten gelaufen, zur Lifeline. Eine Frage. Wo liegt sie beim Admin-Table. Sieht man da die Leute, die am Kasten stehen auch? Zählen die auch zu Electrical? Ja, das, ja. Ja, das ist ja Electrical. Warum waren dann zwei Electrical und es hat trotzdem irgendwie, dann war gar keine mehr Electrical und dann wurde 10 Sekunden später erst das Licht gefixt. Vielleicht waren es die beiden Imposter, weil Shorty liegt genau beim Dropship, so beim Eingang. Ja gut, das könnte dann gut sein, weil wie gesagt, ich habe zwei Leute Admin gesehen, als ich da war Licht gerade aus. Und da ist dann erstmal nichts passiert. Da sind beide aus Electrical verschwunden. Und erst dann wurde so 10, 12 Sekunden später das beide sind. Aber sind denn, werden die sicher angezeigt? Wo liegt die Leiche nochmal genau? Vor dem Dropship. Aber nicht drinnen, sondern so genau auf der Schwelle, wenn du so rausläufst. Und Franzi, wie lange ist sie tot? Schon eine Weile, also bestimmt so 15 Sekunden, 20 Sekunden. Also wie gesagt, ich habe drei Leute im Lab gesehen. Dann dachte ich, okay. Zusammen mit dem Lightsaw, ja? Oder? Ich war im Lab, als Lights aus waren. Und ja, ich und Vase können uns für den Kill 1000% covern. Den kann keiner von uns beiden gemacht haben. Wann, als du in Electrical die Punkte gesehen hast, war da auch noch was in O2 oder nur Electrical? Das habe ich nicht genau gesehen. Ich glaube, sie sind nur aus O2 verschwunden. Aus Electrical verschwunden. Ich gehe davon aus, dass sie, wenn dann eher vor Comms dahin gewendet sind. Okay, weil ich alleine auf der linken Seite war, aus meiner Sicht. Dann können wir nochmal über... gefixt hab, und dann Chantau unten war. Ja, Chantau war auch. Wir müssen noch Meeting unbedingt nochmal über Chantau reden. Mit der Bartsache hat er nämlich einfach scheiße gelabert. Ja, Wasserräder zählen ja nicht. Ja, ich hab Bart nicht gesehen, weil ich noch die Wires gemacht hatte. Ich dachte, er kam von der anderen Seite. Ich glaube, ich bin Röpf. Mein Escape war nicht gut. Darf ich noch jemanden mitnehmen? Vom nächsten Meeting? Ja, wollt ihr jetzt machen oder wie sieht's aus? Everyone is still alive, huh? Ich bin nicht da! Ach, I knew it. Jetzt aber allerhöchste Eisenbahn hier weg.
sie gleich oben im Lab? Ja. Okay. Dann würde ich tatsächlich auf den Self-Report tippen. War irgendwer Lifeline die Runde? Ja, ich war Lifeline und Admin. Philipp, hast du gerade auf die Lifeline geguckt? Ich war jetzt länger nicht da, da war auf jeden Fall Panarisch. Du bist doch aus dem Office gekommen, oder nicht? Ja, aber Admin war ich letztes Mal. Also ich bin jetzt gerade beim Wasserrad, war ich gerade. Bin schon länger nicht mehr Admin gewesen, glaube ich so. Ja, bei Chantau ist vermutlich auch ein bisschen länger her, weil den habe ich gerade von Admin kommen sehen. Ja, dann doch kein Self-Report. Kutscher, du bist gewendet, oder? Nee. Da ist gerade ein Punkt in Admin reingedippt und keiner ist oben im Lab dazugekommen. Das heißt, der muss links-rechts gewendet sein. Warte. Hast du Philipp da unten gesehen? Du gewendet? Ich hab Philipp gerade in Weapons reinlaufen sehen. Ja. Genau, ich habe rechts mein Linkswasserrad gemacht, dann bin ich Richtung Dings, Weapons und stehe jetzt an dem Asteroiden fast. Ja, du warst aber noch, als die Lichter ausgingen, mit mir an Lifeline und bist runtergelaufen. Du könntest in den Wendungen. Nein, als die Lichter ausgegangen sind, bin ich zum Electrical gelaufen und dann bist du kurz vor mir, als das Licht anging, standst du kurz vor mir. Und dann kam uns entgegen Parseville. Warte, das würde ich auch gerne sagen. Ich bin ein Admin gewesen, war eine Person im Dropship. Ich laufe nach oben, sehe, wie jemand in Electrical reinläuft. Licht geht aus, der läuft aber am Licht vorbei, läuft aber nicht in Kamera rein, sondern war auf einmal weg. So, und das war nicht Franzi, nicht Baso, nicht Parzi. Und das war auf jeden Fall eine Post. Ja. Falls ich sterbe, mein Call ist, dass Kutscher gerade von links nach rechts gewendet ist. Bro, du hast gerade zweimal gelogen. Einmal die Sache mit Bart am Anfang, jetzt, dass du nicht bei Electrical warst. Ich habe einfach nur auf meine Task geachtet. Er hat auch gesagt, er war nicht im Labor, er war aber im Labor. Ich habe ihn reinlaufen sehen. Ich habe gesagt, dass ich im Labor war. Du hast gesagt, du warst in Lifeline und Admin schon da. Nein, ich war davor Labor, dann bin ich Lifeline und Admin. Das hast du aber nicht gesagt, das hast du jetzt erst gesagt. Wir können trotzdem skippen. Ja, habe ich doch gesagt gerade. Ja, aber jetzt erst, wo ich das gecallt habe. Alter, hättet ihr mich, what the fuck? Ja, aber du hast zweimal gelogen, offensichtlich. Wo habe ich denn gerade noch? Nee, du bist doch Imposter. Du hast Electrical gelogen und Bart hast du gelogen. Junge, es gab zwei Lichter, das weißt du nicht mal, weil du Imposter bist. Du hast gesagt, du warst ganze Runde nicht bei Electrical. Das war super schlecht, ein Wort hätte gereicht, aber so bin ich ja, ich muss meinen Sass halt irgendwie, ich bin Sass, grundsätzlich Sass. Ja, warum? Warum gehe ich da hin? Shit. Schön, perfekt. Also scheiße. Ich habe gesagt, ich bleib die ganze Zeit bei Parzi, weil ich noch Infos habe, die ich loswerden will. Und dann ist Licht ausgegangen und dann ploppt ein Report-Button auf. Und bist immer noch Kutscher. Wo hast du die Leiche gefunden? Im Office, vor der Lifeline. Wir sind von Lifeline zu Admin gelaufen. Und ich war voll froh, dass ich jemanden gefunden habe, bei dem ich denke, dass er Crewmate war auf jeden Fall. Also einfach umgekippt. Wo wart ihr die Runde? Ein Meter vor meinem Gesicht. Ich habe Storage auch gerade fertig gemacht und dann ging Licht aus und ich stehe gerade in Electrical. Mhm. Philipp? Ich war Electrical, da hatte ich schon Tau gesehen, dass er am Lichtkasten campt. Das ist ein bisschen komisch, dass das Ding immer noch nicht wieder an ist. Dann bin ich dir Richtung Storage gecrossed. Du bist so ein Pisser, Alter. Standest du am Lichtkasten oder nicht? Ja, ich stand am Lichtkasten. So, warum ist das Licht nicht an? Ja, weil ich bin auf kurz davor weggelaufen. Oh, Brücke meintest du nicht? Du bist kurz davor weggelaufen und drehst dann nicht um, wenn das Licht ausgeht. Ich bin in Electrical reingelaufen, ja. Ich stand nicht direkt am Kasten. Also das Ding ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass Lumi im Labor gerade gestorben ist, weil als ich rausgelaufen bin, ist sie reingelaufen, aber... Also keine Ahnung, wer da jetzt im Labor... Ich bin in Comms. Jetzt halt immer einen Rand. Nee, Kutscher ist es. Ich hab Lumi gar nicht gesehen, aber ich hab Chantau genauso wenig gesehen. Ich bin am fucking Zaun lang gelaufen, du musst mich auch gesehen haben. Könnt ihr jetzt mal die Crewmates... Beidem Poste die Schnauze halten und die drei Crewmates reden lassen, Brücki Baso? Ah ja, okay, nice Drive-Test. Sorry. Nee, Kutscher muss gewendet sein vorher. Kutscher hat gerade vor meinen Augen Parzi getötet und Chantau ist die Nummer 2. Die schießen die ganze Zeit auf sich selber, aber ich wette, die sind immer beide. Ich hab vor deinen Augen nicht Parzi, ich bin ein fucking Weapon, so das kann Linda auch bezeugen. Ich hab einfach deinen weißen Arsch hab ich vor meinem Gesicht gesehen. Jo, dann hast du wahrscheinlich Lindas Dings gesehen oder so. Ich bin nicht. Ich hab nur gewartet, ob Chantau dich proved, aber Chantau schießt die ganze Zeit so hart auf sich selber. Vielleicht können wir uns einigen, wen wir voten? Wir voten erst Philipp, den hab ich 100.000% gesehen. Ich bin nicht in Office. Doch, deinen weißen Arsch. Dann sitzt Chantau und Blesk oder was weiß ich. Nee, gut, warum glaubt ihr dem einfach? Er kann doch genauso self-reported haben. Wen, Chantau ist der Zweite.
Philipp, ich hätte lieber schon Tau gewotet, aber okay, wenn jetzt. Ich könnte nicht darauf vertrauen, dass sie ja wirklich sich gegenseitig gewotet haben. Oh Gott, Leute. Ey, es macht echt keinen Bock. Jedes Mal, Wes macht nur einen Mund auf, ihr glaubt ihr. Ich krieg keinen Button. Das ist sehr eklig. So. Naja, nicht mehr viele Tasks. Ne? Ich würde fast meine Hand auf das Feuer legen, dass die beiden gerade so ein kleines abgefucktes Game spielen und sich gegenseitig anschießen. Kutscher wollte, dass ihr mich votet, weil ich oben die Task gemacht hatte und ich dachte, Bart kommt von der anderen Seite. Und deswegen spekuliert er gerade die ganze Zeit darauf. Dann war der Button natürlich int. Warum ging letzte Runde nicht Instant Light an, wenn du vor dem Kasten standest schon, Chantau? Ja, wahrscheinlich, weil Kutscher mich gesehen hat. Und ich habe darauf gewartet, bis das Light ausgeht. Und dann aber bin ich kurz vorher weggegangen. Aber der stand doch vor mir in Office und hat getötet. Aber wenn du kurz vorher weggegangen bist, so, dann müsste Brück dich auch irgendwie gesehen haben, weil der auch kurz vor Light war. Ja, nee, ich war nicht direkt am Kasten, aber ich bin reingelaufen. Brücki meinte, der war Storage und ich war rechts von Communications. Nee, Brücki war in der letzten Runde vor Electrical. Genau, ich habe die Storage-Task beendet und bin dann Licht aus und ich bin links rein into Lights. Und vor allen Dingen, warum würdest du von dem Kasten dann weggehen, wenn das Licht ausgeht? So, dann würdest du ja wieder hingehen und das halt anmachen. So. Ja, aber ich war schon auf der Höhe, also ich war näher an Lifeline dran, deswegen wollte ich zu Lifeline laufen. Und dann hättest du aber Brücki crossen müssen, also das funktioniert halt nicht. Da war Storage. Ja, aber dann hättet ihr euch da irgendwie crossen müssen, finde ich. Das Licht aber wenn du wirklich Kummel bist, denkst du dann nicht automatisch, dass Brücki Imposter ist, Chantau? Ja, also Brücki oder Baso sind's. Oder du spielst mit Kutscher. Nö. Denn ich lässt und Baso proof schon? Du hast mich gerade muss ja, muss also das Ding ist, Philipp war es ja auf jeden Fall, sonst hätten wir jetzt verloren gehabt. Vlesk hat für Philipp gepusht und ich glaube, ja, also okay, Vlesk verkauft seinen Mate schon manchmal, aber... Ich wollte gerade sagen, warum sagst du nicht Vlesk, wenn er Kutscher votet? Hatte nicht Vlesk übel viele Proofs davor, ist mit Passfeld rumgelaufen, hat Kutscher gerade rausgeholt. Außerdem war das auch die Runde, wo Vlesk ultra viel mit mir zusammengelaufen ist. Schon beide gewotet. Ja, also ich war ja schon vorher sass auf dich, nicht jetzt nur wegen der Runde, sondern ich war vorher auch schon sass. Das ist gut. Vlesk, bist du ein Poster? Aber warum fixst du Licht nicht als Crewmate so? Wenn war du ja leer, auch. Du wirst ja. Dran als an Dingens. Du wurdest ja von einem Imposter. Chantau. Du wurdest ja von einem. Okay, Chantau, wir wurden beide berückt jetzt. Nein. Was ist wir gleichen es nur aus. Wir gleichen es nur aus. Chantau war die ganzen Runden davor schon zerst. Das ist ja, ultra Bullshit. Kutscher wollte es ja so hinlegen. Kutscher wollte es so hinlegen. Vor allen Dingen, Chantau sagt auch noch, er steht vor dem Kasten und dann, als wir es anzweifeln, ist er auf einmal näher vor der Lifeline. Es macht halt alles einfach gar keinen Sinn. Ihr dreht die ganze Zeit meine Worte im Mund um. What? Ich hab zu hart geschossen, ha? Huh? Chantau einfach voten, weil Chantau, da sind Chantau viele Ungereimtheiten. Chantau hat ständig behauptet, er stand irgendwo, dann haben wir es aufgeschlüsselt und dann stand er da doch nicht mehr oder dann war er doch einmal in einem Raum, wo er vorher gesagt hat, er war da gar nicht. Also selbst okay, wenn wir dann verlieren, ich würde jetzt trotzdem einfach Chantau bitte voten. Aber wieso schießen denn Bar so Unbrücke gegen mich? Weil du super sass bist seit 3 Runden schon. Ja, aber einer von euch muss ja Crewmate sein. Und ich auch in der Philipp-Runde hätte ich eigentlich schon lieber Chantau rausgewotet anstatt Philipp. Ja, ach so, na gut, dann bist du's. Nö, irgendwie weil du einfach schon 3 Runden lang sass bist. Jetzt bin ich's auf einmal, aber du suchst ja auch deinen Teufel immer raus, wie du ihn willst. Was mich halt abfuckt, ist, dass Brücki halt einfach so ruhig ist die ganze Zeit und so, ah ja, der ist ja auf jeden Fall Proof, weil er mit dem rumgelaufen ist. So, als ob er sich mich irgendwie erkauft. Ah, dann gönnen wir halt Brücki die Violine so, aber ich möchte jetzt, dass wir schon da rausfahren, bitte. Du bist doch Proof, oder nicht? Ach, jetzt Baso, kommen wir doch nicht so schon da. Was soll denn das? Baso würde niemals einen Button hier drücken. Never ever. Doch, natürlich, ich habe vorher auch schon einen Button gedrückt. Was wen hast du gewotet, Chantau? Ich habe Baso gewotet. Ende. Kutscher war offensichtlich der Erste. Ja, ganz kurz mal, es ist ein Meeting und wir dürfen uns eigentlich nicht absprechen. Das ist das Scheiße, mal. Ja, tut mir leid. Ja, okay. Aber, ja, gut. Der Ende ist, Leskovic, du willst es. Wenn es deine Runde ist, dann gewinnen sie einfach. Ich sage also, ich mein, Worte jemanden, den ich jetzt nicht abspreche, aber...
Ah, dann kannst du die. Wenn ich nicht schon Chaos, fress ich einen Besen. Wirklich, dann fress ich einen Besen. Ja, dann wenn ich nicht schon Chaos. Oh, Scheiße. Ich weiß nicht, ob der Besen die kleine Vase reinpasst. Bist du mit Party rumgelaufen? Ach, als ob. Komm jetzt, sei nicht so still, Brücki. Brücki, bring mich bitte wenigstens dafür um. Das ist ja richtig peinlich. Schon wem von uns beiden komm, komm Brücki, mach mich. Ich hab reingehintet. Nimm mich. Ich biete mich an, als Opfergabe. Los, nimm mich. Beende es. Ihr habt keine Meetings mehr, ne? Nee. Na, lauf, 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 lauf! Mach die Klasse fertig! Scheiße, wie. Die Violine? Ja, los, komm, Brücki. Vernünftig. Die Violine! Ich muss erstmal nachladen. Ich muss nachladen. Beruhigt euch, beruhigt euch. Okay, jetzt kann ich's. Ah! Nice. Nice. Lang ist der letzte. Oh mein Gott! Wie nice!